Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee, um genau zu sein. Die spiele ich nämlich hier in Pokémon Let's Go Evoli. Ja, da haben wir ein dickes Relaxo, was am Weg rumliegt und den Weg versperrt. Ja, dann würde ich mal sagen, das Pokémon schläft tief und fest. Möchtest du auf der Pokéflöte spielen? Ja, jetzt gleich zu Anfang des Parts. Ja, geht vielleicht ein bisschen unter, dieses wunderschöne Tool der Pokéflöte. Aber ja, wir spielen die Pokéflöte. Und damit willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli. Spielen wir die Pokéflöte. Hört's euch an, das ist einfach genial. Es ist einfach immer wieder so geil. Die Pokéflöte. Und da wacht es auf. Relaxo ist aufgewacht. Relaxo schaut dich mit hungrigen Augen an. Zwergenfee! Ach so, der. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen, als ich dir die Pokéflöte gegeben habe. Oha! Sieht so aus, als käme ich genau im richtigen Augenblick. Es geht nämlich um Relaxo. Wenn ein Relaxo aufwacht, hält es das Erste, was es sieht, für Nahrung und stürzt sich drauf. Glaub mir, sowas kann übel enden. Deshalb solltest du versuchen, es so schnell wie möglich zu besänftigen. Und zwar, indem du gegen es kämpfst. Sobald du es besiegt hast, beruhigt es sich wieder und lässt sich wie gewohnt fangen. Kämpfen gegen Pokémon in Pokémon Let's Go Evoli? Ich glaub's ja nicht. Ach du Schande. Relaxo ist brummig und greift verschlafen an. Nein, sag nicht. Angriff von Relaxo steigt. Ein Kampf gegen ein wildes Pokémon. Ich glaub's ja nicht. Das hatte ich ja schon seit dem letzten Part von Pokémon Gelbe Edition nicht mehr. Ach du Schande. Kampfzeit 4 Minuten. Immerhin zeitlich limitiert. Ah, okay. Verstehe. Relaxo also. Und da müssen sie natürlich auf alte Methoden zurückgreifen. Ja, ist klar. Verständlich. Und dann jetzt wohl einen Pokéball werfen, oder? Oder kann ich das noch nicht? Muss ich ihn erst bekämpfen. Nächstes Pokémon rufen? Ja. Blacky, du bist dran. Wir wollen es, glaube ich, nicht erledigen. Wir wollen es fangen. Können wir es jetzt schon? Können wir es schon fangen, oder? Beute. Können wir jetzt schon Pokébälle werfen? Scheint nicht so. Müssen wir die Zeit abwarten oder besiegen wir das jetzt? Ich besiege es jetzt einfach mal, oder? Hat jemand eine andere Idee? Muss man wohl erst besiegen, dann fangen. So viel zu den alten Zeiten. Na dann mach mal. Relaxo hat sich wieder voll belebt. Ja gut. Da ist die Kampfzeit von 4 Minuten doch ein bisschen ja, intensiv genutzt. Oh wei. Ich kann sich selbst wieder heilen. Na komm, Flackerband. Machen wir es alle. Ich sagte, machen wir es alle, bevor es sich wieder selbst heilt. Angst?
Ach, verdammt. Na komm. Das ist unfair. Risikotackle. Na komm, schläft sowieso gerade. Ordentlich. Und wenn sich nicht sofort wieder heilt, kriegen wir das jetzt hin. Risikotackle. Na komm. Tackle das Relaxo. Na komm. Mach's kaputt. Nice. Besiegt. Ah, okay. Und jetzt kommt der Kampf, wo wir das fangen können. Die Chance, das Relaxo zu fangen. Ziehen. Naja. Schwer zu verfehlen. Das breite Relaxo. Nice. Gefangen. Da haben wir eine Relaxo gefangen. Relaxo wurde gefangen. Alles klar. Neue Level für die Pokémons im Pokémon-Team. Fix erreicht Level 23. Aussetzer. Ach nee, setzen wir mal aus mit dieser Attacke. Hieb erreicht Level 23. Ja, das bringt ordentlich Erfahrungspunkte. Für Relaxo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Relaxo verschlingt sogar Nahrung, auf der sich etwas Schimmel gebildet hat. Och, nö. Das geht doch nicht. Trotzdem verdübt es sich nie den Magen. Aha. Na klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar? Klar. Bist du was? In der Box gelagert. Gute Arbeit, Zwergenfee. Das war beeindruckend. Du wirst immer mal wieder Pokémon wie Relaxo begegnen, die dich unvermittelt angreifen. Stell dich ihnen zum Kampf und besiege sie. Erst dann kannst du sie fangen. Verstanden? Erst besiegen, dann fangen. Das musste mir nicht zweimal erklären. Ich bin Pokémon-Generationsspieler. Pokémon Let's Go Evoli ist jetzt keine klassische Pokémon-Generation. Ich kenne das. Glaub mir, ich weiß, wie man Pokémon fängt, im klassischen Sinne. Also dann, ich mache mich wieder auf den Weg. Ich als alteingesessener Generationsspieler braucht da wirklich keine Erklärung. Aber schön. Schön, schön. Route 11. Okay, da geht es schon mal nach Dingens. Ist der Weg. Und können wir da mal nachgucken. Vielleicht kommen wir da jetzt durch. Ist das schon die Stadt, wo wir hin müssen? Oh. Okay, hier können wir durch. Trainer. Ah, ist schon besiegt. Ah, stimmt, da waren wir mal. Ich kann mich dran erinnern. Hier kamen wir dann nicht durch, weil ein Redaktor im Weg lag. Verstehe, Route 12. Weiter auf Route 12. Lass mich vorbei. Alles klar, was haben wir hier? Ein kleines Häuschen. Mit einem Mann. Ich bin, tja, wer bin ich eigentlich? Verflixt und zugenäht. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Na, Nürchen, weißt du etwa, wer ich bin? Mr. Zauber. Ja, bestimmt. Der Attackenverlerner. Wer soll ich sein? Der Attackenverlerner? Meinst du wirklich? Das sagt mir nämlich überhaupt nichts. Oh, okay. Vielleicht ist er ja genau dieser Mr. Zauber. Was sagst du, Mr. Zauber? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Du hast recht, das muss mein Name sein. Ich bin mir ganz sicher, ich bin Mr. Zauber. Mr. Magic oder was? Nee, das ist ein anderes. Das ist ein anderes Universum. Vielen Dank, dass du mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hast. Hier, nimm das. Du erhältst das TM32 Zauberschein. Du verstaust das Item in der TM-Box. Ah, okay. Ich dachte schon, der Namensverlerner. Könnte ich meinem Diktier endlich mal einen Namen geben. Aber ja. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Also weiter hier auf dem Steg. Oh, ein Phlegmon. Also ein Pokémon als Phlegmon verkleidet. Ah, ein Trainer, der uns herausfordert. Such einen Mondstein, hast du zufällig einen dabei? Kann sein.
Lass mich wenigstens mal in meiner Box nachgucken. Ich hätte mal den Relaxo mit ins Team nehmen sollen. Das werde ich unbedingt machen. Frage ist nur, wen verabschiede ich dort dann aus meinem Team? Naja, erstmal Flackerband auf dem Doran. Jo, das bringt ordentlich was. Na komm, halt durch, Blecki. Ich sag, halt durch, Blecki. Was ist denn hier mal los? Versteht er meine Worte nicht, oder was? Halt durch. Und schon geht zu sterben. So, geht's. Du bist dran. Na dann mal Flügelschlag in der Hoffnung, dass das was bringt. Und zack, mach's kaputt. Ja, ich hoffe, es macht ihn nicht kaputt. Ja, okay. Sehr gut, Verbrennung hat geschadet. Da war es nur noch eins. Erfahrungspunkte für Kids. Ich möchte natürlich weiterkämpfen. Nidorino. Das ist die Weiterentwicklung vom gerade gesehenen, gerade bekämpften Pokémon. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht gerade gut. So sieht's aus. So, mach's fertig. Na komm. Attacke. Flügelschlag. Zack. Noch ein bisschen. Du schaffst das, Kid. Oh nein, das sieht schlimm aus. Vergiftet. Au, Kacke. Na komm. Flügelschlag. Na komm, worauf wartest du? Mach's alle. Nathans. Besiegt. Das hätten wir. Geht eigentlich Level 30. Sehr nice. Camper Lawrence besiegt. Ach, das ist ein R. Verstehe. Ich wollte doch nur einen Mondstein. Du gewinnst 700 Pokémon, oder hieß dich aus dem Kampf gegen Lawrence hervor. Den Pfadfinder. Hättest ja nur fragen müssen. Ich hätte mal in meinen Taschen nachgeguckt. Hätte ich mal geguckt, hier. Habe ich denn was dabei? Nein, nicht im Pokédex. Ich hätte mal hier in meinem Beutel nachgeguckt und hätte festgestellt, Stärkungstasche, dass ich keinen Mondstein habe. Da hätte ich dir auch nicht weiterhelfen können. Da wäre ich dann einfach weitergegangen. Dann hätte ich dir einfach sagen müssen, ja, ich habe nur einen Relaxo. Das kann ich dir leider nicht geben. Tri Blacky und hier 1, 2, 3, 4 Männer. Naja, keine gute Frauenquote, aber es geht. Es geht. Frauenquote für Pokémon-Teams fordern. Ja, so sieht's aus. Ein Aufwecker gefunden. 50% Quote für Pokémon-Teams. Das habe ich, glaube ich, mal gemacht. In Pokémon Y habe ich das, glaube ich, irgendwie mal versucht. Oder? In irgendeinem Pokémon-Let's Play habe ich das mal gemacht. Dass ich mal 50% Frauenquote, glaube ich. Kann ich mich zumindest so daran erinnern. Ja. Wie auch immer. Hier ein paar Trainer, die wir links liegen lassen. Beziehungsweise rechts. Und hier mal dran vorbei. Ja, an allen können wir uns nicht dran vorbeischleichen. Dann kämpfen wir gegen den Knirps oder was? Ja, so sieht's aus. Wow, deine Ohren sind super cool. Meine vier Ohren. Yo, zwei Pokémon hat er. Her damit. Oh, Sichlor. Nice. Ist doch Sichlor, oder? Relaxo. Gleich im Team, gleich im Kampf. Na dann, Kopfnuss. So viel kann er noch nicht, aber er kann hoffentlich einiges aushalten. Kämpfe. Okay, das bringt einiges. Versuch's mal mit Schlecker. Warum nicht? Erholung hat er immerhin noch.
Vielleicht bringt's was. Naja, es bringt ja nichts, weil er einschläft und eine Runde lang angreifbar ist. Ach, ja, diese Selbstheilungsattacken sind eigentlich nicht sehr gut. Kopfnuss, ich setze weiter einen Kopfnuss ein. Halt durch, Relaxo. Es wird zum später ein gutes, sehr stabiles Pokémon. Also, da steckt sehr viel ein. Das ist, ja, das können wir bei der Top 4 gebrauchen später. Und auch Vulpix. Müssen wir zu Volona machen. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes Teammate. Au. Wir werden Lachso besiegt. Ja, ist halt noch kaum trainiert. Haben wir gerade ihn erst gefangen. Dann mal Vulpix. Mir gehen die Pokémon alle. So sieht's aus. Und Vulpix gerade aus der Box geholt. Was kannst du denn so? Flammenwurf kannst du. Gegen einen Käfer-Pokémon dürfte das was bringen. Vorausgesetzt, es überlebt eine Runde. Ja, gut. Rückstoß ist gut. Wie wär's mit Kit? Na komm. Ach, nicht das schon wieder. Die sind doch eh alle kampfunfähig. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Controller. Ja, tob dich mal aus. Ja, mach halt. B-Knopf, 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 B-Knopf. Dankeschön. Im nächsten Pokémon-Switch-Spiel, bitte, bitte, Leute, bitte, bitte, Game Freak, bitte, Nintendo Switch. Oder wer da noch alles dran beteiligt ist, Nintendo Switch ist die Konsole, ich weiß. Ja. Diese Attacke, die ist eigentlich irgendwie ein bisschen scheiße. Jetzt habe ich nur noch Pepe. Vielleicht mal einen Beleber einsetzen. Was ich sagen wollte, für das nächste Pokémon-Spiel, für die Switch, also was da ist, Pokémon Schwert und Schild, bitte den Pro-Controller zulassen. Bitte den Pro-Controller zulassen. Es ist eine Qual, es ist eine Last. Hier mit den Joy-Cons. Ich sag's, wie es ist. Es ist nicht. Es ist nicht die Option, es ist nicht die Möglichkeit, keiner mag das, keiner will das, es ist es nicht. Vielleicht ist es mit dem Pokémon Ball Plus-Controller, vielleicht habe ich auch wieder Fastbit, vielleicht ist es mit dem Plus-Controller irgendwie in Ordnung, aber Nintendo, du hast den Pro-Controller entwickelt und das ist eine geile Sache, dieser Pro-Controller. Nutz ihn auch, setze ihn ein. Bitte. Ich will den Pro-Controller nutzen in den Spielen. Tu den Spielern den Gefallen, Nintendo, Game Freak, keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir wechseln jetzt mal zu Evoli, sofern das der Controller zulässt. Und wechseln lässt er nicht zu. Es ist doch nur noch Pepe und Blacky kampffähig. Was erwartest du denn, wenn ich hier einsetze? Und da schauspielere ich ja nicht. Das ist ja. Ach du Schande, Blacky wurde besiegt. Pinsir. Der Knirps ist ziemlich stark. Scheißt jemand an. Ja gut. Was sagt man dazu? Pinsir. Joa. Durchbruch. Pepe wurde besiegt. Joa. Ist klar. Alle
Alles klar, Digga. Geiles Geschmack. Das hatte ich heute nicht erwartet, aber Challenge ist Challenge. Im Dunkeln mal nach einer Bohne greifen. Ich sehe die Farbe nicht. Ah, Licht der Kamera, des Displays meine ich, ist grün. Apfel. Ist ja nochmal gut gelungen. Geht ja noch. Was Leckeres. Scheint es möglich zu sein. Kannst du mir jetzt das Schicki geben, wo wir da sind? Na komm, sprich sie an. Ich habe vor kurzem ein Schicki gefangen. Ich würde es gerne einem talentierten Gegner anvertrauen. Oh! Aha! Bisher hast du also 66 Pokémon gefangen. Du hast mir dein Talent als Trainer ausreichend bewiesen. Ich glaube, du solltest diesen kleinen Störenfried zähmen können. Würdest du dich um mein Schicki kümmern? Ja, gerne. Also gut, ich verlasse mich darauf, dass du dich gut um mein Schicki kümmerst. Schicki erhalten. Nice. Machen wir mal einen Platz im Team frei. Für ein Schicki. Schicki wurde in den Pokédex eingetragen. Es greift seine Beute aus dem Wasser heraus mit einem Wasserstrahl an. Oh, mein Joy-Con spielt verrückt. Ja. Duck dich, hüpf, duck dich, geh hoch. bei Gefahr zieht es sich in seinen Panzer zurück. Ja. Schicki. Ich hole mir das Schicki ins Team. Heute ziemlich viel Pokémon-Teamwechsel. Aber ja, schauen wir mal. Pokémon-Box. Und da. Schicks. Ich hätte so gern trainiert, aber. Tschüss, Vulpix. War eine gute Zeit mit dir. War ziemlich kurz. Aber ein Wasser-Pokémon im Team ist immer gut. Schicki im Team. Ja, dafür muss ich den Vulpix wieder rausnehmen. Ich sehe es ein. Ich hoffe, ihr seht es auch ein. So, hier, Route 11. Und da komme ich doch wieder an die Stelle hin. Uah! Ein Traumato. Fange ich mir. Dude. Okay, rein damit. Pokémon fangen ist im hohen Gras immer gut. Wenn man einem begegnet, holt man sich das für die Level. Für die EPs. Na komm, bleib drin. Nice. Traumato wurde gefangen. Haben wir schon etliche von, aber gut. Für die Erfahrungspunkte. Relaxo und Schicki brauchen das. Okay. Na dann, weiter voran. Noch ein Traumato. Oh. Ein Trainer, ach du Schande. Den wollten wir ausweichen. Ja, gut. Ich bin der Stärkste in meiner ganzen Crew. Ja. Okay. Der stärkste Schiffskapitän. Ein Pokémon nur. Okay, her damit. Den Knirps müssen wir auf den Weg gehen, wenn wir wieder dort sind. Ja, auf zur nächsten Stadt. Wie ich da gerade gesagt habe. Ich habe es mir nicht ganz gemerkt. Schaufler. Wir kriegen doch wohl einen Flegmann besiegt. Na komm, Dikdri. Attacke. Ist nur Level 18. Das kriegen wir gebacken. Und schon erledigt. Du bist der Stärkste aus deiner Crew. Dann will ich wohl den Rest der Crew nicht sehen. Der ist dann wohl noch schwächer. Und ich gegen die nicht kämpfen. Wenn ich gewinnen will, muss ich wohl stärkere Pokémon in den Kampf schicken. Du willst 1080 Pokémon oder ein Siegreich aus dem Kampf gegen den Stärksten seiner Crew hervor. Du hast 3 Pokébälle. Wow. So. Lernen wir wieder. Geht's auf der Route Nummer 13. Hier ist das Relaxo, wenn ich mich nicht irre. Hier war das Relaxo. Ja. Ach, verdammt. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird, wenn man seine Angel nicht ins Wasser wirft. Auf geht's in den Kampf.
Der Angler Fred. Na komm. Fantasia. Zwei Pokémon hat er. Die kriegen wir auch noch hin. Diktri. Los geht's. Ataki. Nein. Diktri, du sollst. Mit Schaufler. Alles klar. Vergräbt sich in dem Steg und fällt ins Wasser. Ja. Na komm. Attacke. Nice. Tentanscha besiegt. Schaufler immer noch eine sehr gute Attacke. Die beste. Eigentlich generell. Diktri ist immer ein gutes Pokémon. Das sollte man im Team haben. Kindler. Okay. Okay. Kampf. Schaufler. Wollte schon gerade vorher sagen. Schaufler. Sehr nice. Ich mag diese Attacke. Schaufler ist schon immer eine gute Attacke gewesen. Man vergräbt sich und ist für den Einzug nicht angreifbar. Besiegt. Ja gut. Dann mal Relaxo. Relaxo. R-E-L-A-X-O. Du bist dran. Einmal Kopfnuss. Dann haben wir's. Oder es hat dich. Nee, zum Glück noch nicht. Die Attacke sah aber megamäßig aus. Wir haben fast keine Energie mehr für die nächsten Kämpfer. Ja, wenn das Team schon kaputt ist, bevor es vor die eigentlichen Kämpfe kommt, vor die eigentlichen Kämpfe tritt. Ja, ist klar. Ist klar. Du willst ja mal wieder die Zicke spielen, Controller. Nee, der ist kampfunfähig, den kannst du nicht einsetzen. Evoli. Kehrst dich ruhig aus. Ich hab Zeit. B-Taste drücken, B-Taste drücken, B-Taste drücken, B-Taste drücken, B-Taste drücken, B-Taste drücken. Ich mach meine B-Taste kaputt. Reagierst du nicht mehr? Und weckt mich, wenn es geklappt hat. Ich drück derweil immer den B-Knopf. Wett, ist es schon fertig? Ist es schon, hat sich's ausgekäst? Noch nicht? Das ist ja hier wohl das längste. Der längste Fall von besonderer Inaktivität. Ja, ich kann jetzt gerade auch nichts machen, weil der Controller hier mal wahnsinnig kaputt spielt. Es ist nicht, ich kann nichts machen. Ah, nach einer Stunde. Gefühlt eine Stunde hat sich's mal ausgekäst. Und weiter geht's. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video, wenn ihr den Zwergenfest verpassen wollt. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht zur Potte. Das käst sich hier nicht aus. Tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid für alle, die jetzt hier. Ja. Guck mal, ich drücke hier weiterhin den B-Knopf. Hier passiert nichts. Habt ihr auf jeden Fall noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Video irgendwie wieder. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ich versuche mal Blackie einzuwechseln. Ach, jetzt geht's. Naja. Haut darin. Der Part ist schon längst vorbei. Hat jetzt eine Weile dafür gebraucht. Naja. Macht's gut. Ciao, ciao. Das schneide ich dann einfach im nächsten Part mit rein. Ciao, ciao.
Kingler besiegt. Ja, nice. Okay, dann können wir das noch mit reinkriegen. Dann geht das. Kriege ich das vielleicht noch in den Part mit reingeschnitten? Vielleicht. Mal schauen. Shigeru Level 17, auch gut. Oh, Nanu. Shigi entwickelt sich. Nee, das habe ich erst seit 2 Minuten. Seit 5 Minuten. Aber gut. Shilok, auch gut. Shigi wurde zu Shilok. Ein guter Partende. Mal schauen, wie ich das geschnitten kriege. Naja, jetzt wirklich haut da rein. Bis dann.